Guten Morgen. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play, Let's Test, wie auch immer. Das wird sich, glaube ich, später herausstellen. Neben mir sitzt ein kleiner, dicker Elefant, der gerade dumm am Grinsen ist. Entschuldigung. Hallo zusammen. Könnt euch wahrscheinlich schon denken, wer der kleine, dicke Elefant ist. Da hast du doch schon immer drauf gewartet, dass ich mal so nett zu dir bin. Ich fühle mich geschmeichelt. Oh, ich sehe gerade weiß. Also es hört sich jetzt an wie eine Darmspülung, aber irgendwie cool. Wow. Ja, geil. Leitstelle an Pirol 240. Kann gerade nicht. Pirol 240 hört. Innerhalb einer Ortschaft kam es zu einer unangemeldeten Demonstration. Bitte begebt euch dorthin und wartet auf weitere Anweisungen. Roger. Pirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Habe ich gerade auch gesagt, Roger. Na, wir haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun gerade mal. Oh, das ist cool. Wir spielen erstmal mit dem Licht rum. Da unten wartet ein Einsatz. Können wir hier rein? Verschlossen. Aber ich glaube, die, weiß gar nicht, öffnen die sich irgendwann? Ich hoffe mal. Was ist das hier? Hi. 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 Moin. Moin. Alter, wie hart der mich ignoriert? Ja, der eine hat aber wenigstens Moin gesagt zu dir. Da, Licht aus. Mach mal Licht an. Der Helikopter läuft schon warm. Wir spielen übrigens Polizei-Hubschrauber-Simulator. Ja, ist jetzt echt vergessen zu sagen, oder habe ich das gesagt? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Meine Maus hakelt hier so ein bisschen vor sich hin. War da gerade ein Schatten? Ich dachte, da wäre jetzt gerade so ein Hubschrauber drüber geflogen. Hörte sich auf jeden Fall so an, ne? Ja, das hat sich echt so angehört. Wollen wir vorher nochmal Pipi machen? Komm, wir gehen nochmal Pipi machen. Dahin. Ah, oh. Ob man die Toilettenspülung bitte. Ich wollte gerade sagen, stehen da Darmbinden, Toilettenpapier. Ist ja schon. Vor allem auch wieder so. Ich dachte, da steht einer. So Details, ne? Hier mal Toilettenpapier. Komm, wir gucken mal rein. Ist ja nicht so, dass wir jetzt eigentlich. Eigentlich. Tür geht nicht auf. Die ist auf. Oh! Ich hab's gewusst. Schön. Schön. Also so kleine Dinger, die gefahr. Jetzt ging das Licht an. Da ging doch gerade einer vorbei. Ist ja jetzt ins Klo gegangen? Ja. Gucken wir hier auch noch mal rein. Das Herrenklo. Ach, das ist so ein Schatten. Siehst du das? Ja. Dachte mal, da bewegt sich was. Let's Horror. Nein. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch was. Kann man die auch? Oh, schade. Die geht nicht. Ja, du musst ja erstmal dich richtig davor stellen und pinkeln, ne? Aber warte, muss der Abstand ja stimmen. Okay, wir gehen. Kann man hier auch was mitmachen? Boah! Etwas laut am Quietsch. Ich finde schon cool. Alter, wie geil! Ohne Spaß, das ist richtig cool. Das gefällt mir gerade. Ja, das sind unsere kleinen Spielereien, ne? Ja, also deine, nicht meine. Miss Knackarsch geht jetzt zum... Achso, falsche Richtung. So. Müssen auch so ein bisschen auf die Zeit achten diesmal. Vorfeld. Ich glaube, wir nehmen den ersten... Ich würde mich jetzt ganz gerne hier noch ein bisschen umschauen. Das machen wir, glaube ich, am zweiten Tag, am zweiten Einsatz. Ach, da hinten, guck mal, der blaue Punkt, da müssen wir hin. Jetzt kommt die Flugsteuerung, die ist ein bisschen tricky hier. So, das heißt, wir machen mal einen Schnellstart. Im Tutorial ist es übrigens ein langsamer, da brauchst du dann, glaube ich, eine Minute war das zum Warmlaufen erstmal. Fliegen, muss ich noch hinzusagen, werden wir abwechselnd machen. Also ich will mich hier nicht ganz alleine blamieren. Obwohl die Flugsteuerung gefühlt schon ein bisschen raus hat. Boah. Aber nur ein bisschen. Alter. Oh, die Flugsteuerung habe ich ein bisschen raus. Wurmstürzen hier. Ab in den Baum. Ja, es macht, Alter. Es ist zwar eine ganz billige Steuerung. Bisschen hakelig und krüppelig. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Ich bin mal gespannt. Alter, es geht ja schon wieder so hoch. Geh runter. Pirol 240 an Leitstelle. Was? Wir sind am Einsatzort angekommen. Ernsthaft? Wir haben verstanden. Könnt ihr uns Angaben zur Situation geben? Nein, ich muss ja erstmal sehen, was hier los ist. Und in der Stadt wohl, oder? Jetzt suchen wir einen Mob. Müssen wir suchen. Alter, flieg nach vorne. Schön vorsichtig mit dem Kühlschrank. Geh mal ein Stück runter. Ja, die Stadt leuchtet. Ja, ja, irgendwo hier muss das sein. Ich schätze genau mittig. Da, ich glaube, ich sehe da was. Wo? Da, 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 ja.
Die Frage ist, können wir hier ein bisschen... Ist es das? Ja, ich schätze, dass es das ist. Oder? Ja, ich versuche mal hier... Alter, ich drücke mal die falschen Tasten, Mann! Guck mal, ob wir hier drüber schweben können. Ja, da unten stehen welche. Nein, das sieht aber nicht nach Demonstration aus, oder? Können wir hier runtergehen? Nicht zu tief. Boah, falsche Taste. Nach vorne, nach vorne. Hoch, 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 hoch. Wow, 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 hoch, wow, wow. Nicht runter. Bruchpilot. Also die Demonstration wurde gerade durch einen abstürzenden Helikopter abrupt unterbrochen. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir spielen es übrigens in einer Beta. Ich speichere das jetzt einfach mal. Wir spielen es übrigens in einer Beta-Vorabversion. Erstmal danke, André, dafür. Macht auf jeden Fall bis jetzt schon mal gut Spaß. Bis auf das hier Zepid nicht fliegen kann, das haben wir gerade festgestellt. Ja, ja. Komm, ich versuch's nochmal. Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. Wir können gucken. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Nächsten Helikopter schrotten, oder was? Ja, lass dich nicht entmutigen, Frank. Gott. Du schaffst das schon. Was haben wir denn hier? Zentrale Dienste. Wir gucken mal. Hier geht der auch. Okay. So stelle ich mir durch. Ja, okay. Hört sich an wie ein Wasserspender. Benutzt du, glaube ich, selten, oder? Was haben wir denn hier? Alter, guck mal, die Uhr. Die kennen wir doch irgendwoher. Irgendwie kommt die mir sehr bekannt vor. Können wir hier schlafen? Oh, wir können pennen. Gute Nacht. Ja, mach doch mal die Augen zu. Sie guckt die Uhr an, wie schnell die Zeit jetzt umgeht. Können wir auch wieder aufstehen? Das ist wahrscheinlich unsere Freundin, Frau, wie auch immer. Komm, wir gehen mal zum Helikopter, lass uns einfach mal so ein bisschen rumfliegen. Geht das Ding eigentlich hier? Ja. Was? Cool. Eine reicht. Was ist das? Wasser. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf was. Ach, das geht leider nicht. Ja, ein bisschen dick genug, ne? Tasty. Okay. Mm. Guck mal, der Helikopter ist repariert. Das ging aber schnell. Oh mein Gott. Hat aber auch gescheppert. Aber wie gesagt, Demonstration ist dann gestern, ist nicht bis zum Ende gelaufen. Auf Grund ungeklärter und noch ungeklärter Ursachen ist ein Meteorit vom Himmel gestürzt. Das sieht schon geil. Ich würde mich gerne ein bisschen länger umgucken. Toiletten waren wir ja gerade drin, ne? Ja, da waren wir. Das ist abgeschlossen. Vielleicht gibt es ja noch eine Kantine, sowas in der Richtung, oder so eine kleine Küche. Komm, wir gucken mal hier. Können wir hier rein? Das ist eine Glasscheibe? Ja, können wir aber leider nicht rein. Wir können aber das Licht anmachen. Okay. Was haben wir denn hier hin? Da geht doch einer Hubschrauber-Abstellhalle. Ja, da möchte... Oh, geil. Geil, geil. Geh mal... was? Oh, cool. Steht nur keiner hier. Sind alle im Einsatz. Tja, es wäre cool gewesen, wenn jetzt so ein Helikopter hier gestanden hätte. Leitstelle an Tirol 240. Ja, bitte? Tirol 240 hört. Am Tagebau kam es zu einer unangemeldeten Demonstration. Und wir wurden um Luftunterstützung gebeten. Schicken uns jetzt nur noch zu Demonstrationen. Wartet auf weitere Anweisungen. Wir unterbrechen die Tirol 240 hat verstanden. Schade, guck mal, hier steht, hast du gesehen, da steht einer? Ja. Hier kommen wir leider nicht rein, oder? Scheibe einschlagen. Was ist das? Geht auch nicht. Wir fliegen sofort. Wir stürzen sofort, wie auch immer. Oh mein Gott. Vorsicht, Auto. Also das finde ich immer noch so ein bisschen freaky hier. Wie er da so rumsteht und so. Von ihm, was beobachtet er da? Ja, guckt einfach ein bisschen rum. Wenn er gerade keinen Einsatz hat. Irgendwelche UFO-Meldungen? Ja, er ist zumindest wieder poliert, ne? Ja. Hui. Oh. Oh mein Gott, aber es macht einfach Spaß. Ich habe es ja heute Nacht schon so ein bisschen angespielt. Es
macht einfach Spaß, aber der Absturz war jetzt einfach mega peinlich. So, jetzt muss ich ja wieder die Finger von der Maus lassen. Ja, eine Neigung mit der Maus nach vorne und so. Ja, sowas, dass man den so ein bisschen dosierter nach vorne neigen kann, das wäre schon cool. Oder die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellt. Siehst du, der kippt sofort hoch. Du müsstest den jetzt ein bisschen höher halten, so ungefähr. Fingerspitzengefühl brauchst du. Habe ich nicht, ich bin Grobmotoriker. Oh ja, das bist du auf jeden Fall. 1900 Meter und dann steigt der so extrem schnell auf. Warum bist du mir recht bei sowas? Weil es die Wahrheit ist. Stimmt doch gar nicht. Doch, stimmt schon. So, da ist der Tagebau. Dann müsste die Demonstration da hinten an diesem Gebäude sein. Oder selbst im Tagebau. Ja, das wäre jetzt natürlich auch. Ja gut, da wäre jetzt zum Runtergehen, wäre es ein bisschen geräumiger. Wir sind noch auf 1000 Meter, oder ist das Fuß? Das ist eine gute Frage. Ich glaube Meter. Da unten läuft. Die Ruhe 240 an Leitstelle. Ja. Wir sind am Einsatzort angekommen. Aber wir haben verstanden. Könnt ihr uns Angaben zur Situation geben? Negativ. Kann man die Kameraperspektive auch noch ändern? Nee. Ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Aber ich sehe auch keinen hier unten rumlaufen. Nee, ist auch, nee, ist auch vor uns. Ich will immer mit W nach vorne fliegen. Ah, jetzt sind wir drüber. Jetzt sind wir wieder weg. Anscheinend hatte ich sich schon aufgelöst. So, das ging aber schnell. Ich will wieder mit W nach vorne fliegen. Ich sehe auch nichts hier, du. Jetzt läuft das am Gebäude. Ja, Demonstration hat sich aufgelöst. Ja, sieht so aus, ne? Also, Nee, doch nicht. Wir haben verstanden. Dann kommt bitte zurück zum Staffelgelände. Oh, jetzt muss ich landen. Die 240 hat verstanden. Melden Einsatz hiermit ab, ne? Und kehren zum Staffelgelände zurück. Entschuldigung. Ich musste ihn erstmal voll an hier, aber ist egal. Ein paar Viren kann er ruhig vertragen. Auf jeden Fall. Ich will ja noch da eine. Tagebau, ich glaube hier hinter, ne? Immer ohne Karte navigieren. Lass uns mal weiter rechts. Da ist es, ich sehe es. Alter, diese Kurve, das sieht so. Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, was der Helikopter kann, aber ein Absturz reicht mir eigentlich. Ja, der zweite folgt gleich. Ne, wir müssen jetzt. Oh, ich versuche das Ding jetzt echt zu lang. Gestern Nacht hat es mal geklappt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und sogar beim ersten Versuch. Gut. Also landen ist jetzt gar nicht so tricky. Da siehst du schon, wo wir hin müssen, die Einparkbucht. Ich hoffe, jetzt kommt kein Einsatz zwischendurch. Ich frage mich, wenn der Motor ausfallen würde, ob der hier auch senken würde und ob du mit dem auch schön landen kannst, wie wir landen. Also du fällst nicht wie ein Stein, solltest du eigentlich nicht wie ein Stein fallen dann. So, wir gehen jetzt mal da unten runter. Pirol 240 an Leitstelle. Melden uns zurück auf dem Staffelgelände. Wow, falsche Taste. Schön. Geh mal ein Stück hoch. Ich muss den erstmal hier gerade kriegen. Boah, gut, dass das Gebäude jetzt etwas niedriger war. Sieht gut aus bis jetzt. Können wir den noch gerade reinparken da? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hauptsache du landest im Kreis. Oder im Viereck, würde schon reichen. Wow, wow, wow. Ich drücke mal die falsche Taste wieder. Und auf den Netz. Boah, sehr schön. Kein Bruchpilot. Ja, ein bisschen komisch gelandet, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Ich kann nicht aussteigen. Alter, wie cool sich das anhört, ne? Das hört sich echt gut an. Warte mal, ich glaube, wir können auch hier mal den machen. Hier kannst du den Kopf komischerweise bewegen. Hi. Oh, Miss Knackarsch ist direkt daneben. Was haben wir hier? Ganz viele Knöpfe. Ich dachte, man kann das vergrößern. So, können wir jetzt aussteigen? Ja. Jetzt gehen wir natürlich. Ah doch, sind wir sowieso in der Ego. Jetzt wird's. Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Es wurde uns eine vermisste Person gemeldet. Die Angehörigen teilten uns mit, dass sie bereits vor Stunden wieder zurück sein wollte. Die Person ist mit dem Fahrzeug unterwegs und sollte sich in der angezeigten Region befinden. Fahrzeugbeschreibung, Typ Sportwagen,
Farbe Rot. Okay. Wir haben verstanden und machen uns sofort auf die Suche. Oh, das wird nicht schwer, nicht leicht, die zu finden. War aber ein schöner Start diesmal. Also so langsam kommt das wieder mit der Steuerung dran. Ja. Ja, aber was kann man jetzt noch lassen? Ein bisschen über was, so mal ein bisschen so Näheres hier angucken. Grafik finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Erinnert mich persönlich so ein bisschen an Arma. Ja. Und ja gut, man muss jetzt mal so viele Details, brauchst du von hier oben ja eh nicht, weil du siehst es ja eh nur von oben. Finde ich schon ganz cool. Gut, aus den Feldern, ja, hätte vielleicht ein bisschen mehr rausmachen. Vielleicht kommt ja noch was. Aber so generell würde ich da jetzt nicht viel dran rummeckern. Aber wir sind im Suchgebiet. Warte mal, wenn man hier... Wow. Ein ganz kleines Gebiet, aber ich denke mal, der wird sich, wenn irgendwo, wir gehen tiefer, wenn irgendwo auf der Straße aufhalten, Man muss es aber auch so sehen, umso höher du bist, umso... Ja, aber da sieht ist er. Auch im Real Life da aus. Ist er. Der fährt aber noch. Ist aber ein Sportwagen. Ja. Nee, er gibt keine Meldung raus. Ich glaube eher, dass er vielleicht irgendwie gegen einen Baum oder sowas gefahren ist. Dann sollten wir mal im Bereich der Straße fliegen. Ja, die falsche Taste. Ich verwechsel mal die beiden Tasten hier. Ich will immer mit WASD. Da. Wo? Doch nicht. Das war dein Licht. Der kann hier überall stehen. Gucken wir mal so ein bisschen. Aber wir sind jetzt ziemlich zentral im Suchgebiet. Da geht auch noch eine Straße nach rechts wieder. Ganz kurz. Was mich hier stört, ist das. Und das ist mir zu leise. Ja, schon besser. Weil du hörst nämlich auch mal so ein bisschen Funk im Hintergrund. Oh, ich würde so gerne die Steuerung selber einstellen können. Wow, wow, wow. Der irgendwo hier unten steht. Ist jetzt nichts Auffälliges. Boah, wenn ich jetzt still werde, liegt es daran, ich versuche mich gerade echt mal zu konzentrieren. Vielleicht da vorne in den Wald. Ich sollte nicht zu hoch fliegen. Ja, ich vermute sowieso irgendwo in den Bäumen, also hier offiziell, so weiß ich nicht. Wäre jetzt ein bisschen unlogisch. Tirol 240, wir haben eine genaue Ortsangabe bekommen. Wow, wir sind völlig falsch. Der Bereich wird auf der Karte angezeigt. Oh, jetzt ist es echt ziemlich klein geworden. Ja, das sprengt das auf eine Straße ein. Wow, hier ist die Steuerung, ne? Okay. Wald absuchen oder nur auf die Straße achten, das ist jetzt die Frage. Ist das doch in dem Bereich, wo ich ihn gerade schon vermutet hatte? Das kann sein. Links die Straße rein dann, würde ich sagen. Also ich würde auch wirklich an der Straße so bleiben, ich glaube. Ja, der steht an der Straße irgendwo, geht ja nicht anders. Er kann ja mit dem Auto schlechten Berg hochgefahren sein, vor allem mit dem Sportwagen. Wer weiß. Oh, ich denke schon, wenn du mal 250 vor dem Berg knallt, so wirst du schon ein bisschen oben liegen. Ich sehe auch nichts. Ich finde es auch nicht. Guck mal unten auf die Bäume. Wenn, dann steht er vor dem Baum, würde ich tippen. Vielleicht doch den links? Da ist, nein, der fährt. Da ist er. Jo. Am Baum. Tirol 240 an Leitstelle. Wir haben das gesuchte Fahrzeug gefunden. Wir haben verstanden, Tirol 240. Wie ist eure Lageeinschätzung? Also der Fahrer ist... Wir müssten ein Stück tiefer gehen können oder die Kamera zumindest steuern. Ich sag, das ist T. Weil der hat gequalmt und war am Baum. Da ist der Qualm unten, siehst du? Zweites Fahrzeug ist nicht... Oh, das ist ein Ferrari, wie das aussieht. Ja. Und zweites Fahrzeug ist nicht auszumachen. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Nein, P. Wir haben verstanden und verständigen die Einsatzkräfte.
Wir warten. Bleib bitte noch vor Ort, bis diese eingetroffen sind. Pirol 240 hat verstanden. Cool. Obwohl, beim nächsten Einsatz landen wir und gehen mal hin. Da kommt er. Jo, da ist das Blaulicht. Die sind aber schnell. Ja, so viel Sprit haben wir auch nicht mehr. Doch. Genug. Find's aber schön, dass du den Helikopter hier mal eben so hovern kannst. Steigen doch Leute aus? Kannst du das drehen? Ich glaube, wir können abhauen, ne? Ne, da kommt noch was. Polizei. Büro 240 an Leitstelle. Wir hören Sie, Büro 240. Die Einsatzkräfte sind am Einsatzort eingetroffen und unsere Anwesenheit ist nicht länger erforderlich. Wir haben verstanden, Pirol 240. Dann kommt jetzt bitte zum Staffelgelände zurück. Wir brauchen Orientierung. Pirol 240 hat verstanden. Melden Einsatz hiermit ab und kehren zum Staffelgelände zurück. Kamen wir von hier ja, ne? Meine, da oben sind diese Schornsteine, kann man sich eigentlich merken. Hoffe ich, da ist es. Guck mal, ganz ohne Karte. Nice. Ja, so weit waren wir jetzt auch nicht weg. Nur. Dann bringen wir das Baby mal da runter. Ich denke mal, dass der Tag jetzt auch beendet wird. Obwohl, nee, 20 Minuten waren das, glaube ich. Ich meine, ich hätte was von 20 Minuten im Kopf, aber wir haben jetzt den ersten versaut sofort. Ich denke nicht, dass der als kompletter Einsatz zählt. 2 Uhr. Ja, bis der unten ist. So, jetzt versuchen wir das Baby mal besser zu landen. Wir gehen hier schon in Steigflug. Tirol 240 an Leitstelle. Melden uns zurück auf dem Staffelgelände. Das ist so schlecht, weil ich lande auch gerade gar nicht. Ja, stand nur ein bisschen. Alter, das sieht aus wie so eine Pirette. Pirouette. B1, B2, B3 oder B4? Wir sind B1 diesmal, wir steigen auf. Hoch, hoch, hoch. Stück nach vorne. Das sieht schon besser aus. Das gefällt mir persönlich schon besser. Ups. Und wow. Absetzen und abschalten. Nice. Sehr schön gelandet. Ich bin zufrieden. Also ich habe echt damit gerechnet, dass du beim Landen beim ersten Mal bam, abstürzen wirst. Aber ich auch. Also Landen ist komischerweise jetzt nicht ganz so tricky. Und der erste Start und so und die Bäume dann halt, ne, war ja schon ein bisschen dumm gelaufen. Aber ich bin begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Ich glaube schon, dass wir davon ein bisschen mehr aufnehmen werden. Gucken, wie viele Einsätze es gibt. Da hinten fährt die Polizei lang. Komischerweise am Polizeiauftragier vorbei. Komischerweise. Auftanken. Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Es wurde uns eine vermisste Person gemeldet. Die Angehörigen teilten uns mit, dass sie bereits vor Stunden wieder zurück sein wollte. Hatten wir doch die gerade. Die Person ist mit dem Fahrzeug unterwegs und sollte sich in der angezeigten Region befinden. Fahrzeugbeschreibung, Typ Limousine, Farbe Gelb. Wir haben verstanden und machen uns sofort auf die Suche. Over and out. Es gibt halt mehr Leute, die Auto fahren, als nur eine Person. Ne? Aber du fliegst den zweiten Part dann, ne? Gerne. Ich kann sich auch noch ein bisschen blamieren hier. Es ist nicht wirklich schwierig, aber wirklich leicht ist es jetzt auch nicht gerade. Gewöhnungsbedürftig. Ja. Dieses Wackeln, das ist so ein bisschen irritierend, ne? Oder wenn man das mit dem Joystick oder sowas auch noch... Ja, das, ich glaube, warte, ich habe es, glaube ich, gestern Nacht noch gehört. Ich meine, zwei Joysticks oder Flightsticks werden erkannt. Leider nicht meiner. Nee, der wird nicht erkannt. Und es funktioniert auch irgendwie mit dem Xbox-Controller, aber das ist... Nee, das ist völlig... Nee. So, wir gehen runter. Was suchen wir für eine Farbe eigentlich nochmal? Limousine Gelb. Okay, der sollte hier eigentlich ins Auge stechen. Da. Oder? Nee, ist schön. Ah, die Autobahn. Meinst du? Ja. Dann laufen wir mal runter. Ich schätze eher eine Seitenstraße. Da ist er. Da steht er, siehst du? Hinter dem Baum da unten. Ja. Wow. 240 an Leitstelle. Wir haben das gesuchte Fahrzeug gefunden. Wollen wir mal mutig sein? Wir haben verstanden, Pirol 240.
Wie ist eure Lageeinschätzung? Na, wir gehen jetzt runter. Wir machen doch beim nächsten Mal. Ich will den Tag jetzt erstmal beenden. Steht neben dem Fahrzeug und winkt. Reifenpanne. Ja. Ja. Hä? Was? Warum? Jetzt echt runter, jetzt mir egal. Wir landen. So, wie viel Kiste, Major? Wirklich auf die Straße zu bekommen? Ah, ich drücke mal wieder. Ey, ich hab immer noch nicht die Tasten raus hier. Nein, zu feste! Mann, ich hasse mein Leben. Der zweite. So, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei diesem Part fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne, ciao mit V.